So, guten Morgen. Ich muss mich erstmal entschuldigen. Ich konnte gestern leider nicht dabei sein. Wenn ich jetzt was erzähle, was Sie alle schon komplett durchdiskutiert haben, dann bitte ich einfach um Geduld. Heute Morgen war in der Lokalzeitung zu lesen, dass die Mehrheit der Deutschen an Außerirdische glaubt. Und ich hatte in der Tat kurz überlegt, ob ich dieses Thema nicht aus dieser Perspektive aufzäume. Es wird um die Bilderzählung gehen. Und wenn Sie sich an Ihre eigene Kindheit erinnern, Comics, Superheldentum, das ist natürlich auch eine kulturelle Perspektive auf dieses Thema. Also Superman ist selbst ein Wesen mit Migrationshintergrund und die Science Fiction hat sehr viel dazu beigetragen, uns mit diesem Thema jenseits der unmittelbaren Erfahrung vertraut zu machen. Und der Comic selber wurde geschaffen von zwei jüdischen Immigranten, die Europa aus Angst vor dem Faschismus verlassen haben und dann auch das Genre des Superhelden-Comics genutzt haben, um sich dann aus der Ferne quasi am antifaschistischen Widerstand zu beteiligen. Also auch ein Genre, das wir nicht unbedingt immer unter Politik und gesellschaftlichem Engagement Verdacht haben, wie den Mainstream-Comic, hat eine Beziehung zu diesem Thema. Ja, was mich interessiert, ist in der Tat die Frage, wie wir in der Bilderzählung dieses Thema verhandeln. Und ich habe einfach eine Reihe von Büchern mitgebracht, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Und wir fangen an mit einem Comic, den eine britische Kollegin geschrieben hat, in Kooperation mit einem jungen Teenager, der aus dem Iran geflüchtet ist, Ibrahim Esmail, und zusammen mit dem britischen Roten Kreuz veröffentlicht hat, um die Öffentlichkeit vertraut zu machen mit dem Schicksal dieses einzelnen Jungen. Und das ist, glaube ich, eine Funktion der Bildgeschichte, die eine besondere Funktion hat und die vielleicht auch sehr viele Leute mit ihr verbinden, dass irgendwie das Bild eine Form ist, eine Einzelgeschichte zu universalisieren, also daraus quasi eine Gemeinschaftserfahrung zu machen. Und mein erster Vorschlag ist, dass man tatsächlich die Bilderzählung als Kulturtechnik sich so vorstellt, als eine Kulturtechnik, die Gemeinsamkeit schafft, erschaffen soll. Und das ist eine sehr beliebte Lesart, dass das Bild das eigentlich Universelle ist, es überwindet sprachliche Grenzen und so weiter. Und ich glaube, dass das eine Warte ist, aus der sehr viele Bilderzählungen, die sich mit dem Thema Migration auseinandersetzen, geschrieben werden. Das ist allerdings nicht der Teil, der mich selbst am meisten interessiert. Ich weiß nicht, wie viele von Ihnen dieses Bild kennen. Sean Tan, ein australischer Bilderzähler, aus dem Buch The Arrival, ein neues Land. Ein sehr surreales Bild, in dem mit den Ängsten und mit dem Unwohlsein und den Gefahren am Herkunftsort der Person umgegangen wird, die das Land verlässt. Und ich habe jetzt aus dem Buch gegangen, ich weiß nicht, wer das gelesen hat, ein aktueller Roman, der sich unter anderem mit der Selbstorganisation von Flüchtlingen in Berlin im letzten Jahr beschäftigt, den literarisch aufarbeitet, beschäftigt und in dieser Erzählung sitzen die Protagonisten unter einem Denkmal in Ost-Berlin, das eigentlich den sozialistischen Aufbruch symbolisiert. Und jetzt stellt sie die Frage nach dem Ende des Sozialismus oder das, was man dafür gehalten hat, was passiert eigentlich jetzt mit diesen zu Stein gewordenen Bildern, wenn die sozusagen jenseits der Erzählung, die sie ursprünglich mal, die ihnen Bedeutung gegeben hat, existiert. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das passt eigentlich auch sehr gut als Frage an die Bilderzählung. Also, dass das eine Erzählung ist, sozusagen eine Bilderzählung, der die sprachliche Erzählung abhanden gekommen ist. Wir sind jetzt mit diesem Bild konfrontiert und müssen uns fragen, was da eigentlich für eine Erzählung drinsteckt. Und denn das Bild sagt es uns nicht direkt. Und das habe ich mal hier unter diesen Begriff der visuellen Poesis gestellt. Also wir müssen quasi aus diesem Bild eine weitere Geschichte herausholen. Sean Tan ist ein sehr surrealer Zeichner. Das ist aus dem Buch The Red Tree hier. Ein kleines Mädchen, das ein Selbstporträt zeichnet, sich ein Bild von sich macht. Das funktioniert im Deutschen vielleicht etwas besser als in anderen Sprachen, dass sozusagen das Selbstverständnis, also im Sinne von, im Englischen, we take something for granted, aber auch dieses sich selbst verstehen, dass das nicht über die Sprache funktioniert, sondern über den Umweg, über das Bild. Also das ist auch im Umgangssprachlichen so, wir machen uns ein Bild von etwas. Und hier macht sich dieses Mädchen ein Bild von sich selbst. Und das, finde ich, passt sehr gut, diese Frage,
warum gehen wir eigentlich den Umweg über das Bild? Wir können ja einfach auch nur eine Geschichte ohne Bilder lesen. Aber was bringt uns sozusagen das Bild? Was bringt uns der Umweg über das Bild? Welche Orte erschließen wir uns damit jenseits der Sprache? Und das ist das, worum es Chantin in diesem kurzen Auszug geht, dass er sagt, in dem Moment, in dem wir das Bild nicht alleine stehen lassen, sondern es mit Sprache kombinieren, gewinnt immer die Sprache. Also die Autorität der Sprache ist so groß, dass wir letztendlich dem Bild nicht zutrauen, dass es in seiner Bedeutung mit der Sprache konkurrieren kann, sondern wir verlassen uns dann darauf, was zum Beispiel die Bildunterschrift sagt. Also wenn jetzt hier eine Bildunterschrift wäre, syrisches Kind im Flüchtlingsheim, dann ist das das, was wir sehen. Und Chantin gestaltet seine Bilder auch deshalb so surreal, damit wir, glaube ich, in das Bild hineingezogen werden und das Wort gar nicht vermissen. Also wirklich die Autonomie dieser visuellen Poesie einfach mal auf uns wirken lassen. Das ist ein Auszug aus einem sehr, sehr, sehr umfangreichen Bildroman, der heißt Unsichtbare Hände, eines finnischen Kollegen, ich komme gleich nochmal auf ihn zu sprechen, über 5 Jahre recherchiert, in Kooperation mit Migrantenorganisationen, mit Arbeitern, Arbeiterinnen, vor allem in den Obst- und Gemüseplantagen in Spanien. Und es ist eine sehr komplexe Geschichte. Es ist wahrscheinlich der komplexeste Bildroman zum Thema Migration, den wir im Moment, glaube ich, auf dem Buchmarkt haben, sage ich jetzt einfach mal, ohne natürlich alle zu kennen. Und konnte auch nur veröffentlicht werden, weil Finnland im letzten Jahr Gastland der Frankfurter Buchmesse war. Und dann werden halt immer extra Gelder locker gemacht und so weiter, um so ein komplexes Werk, das auch leider sehr teuer ist, kostet glaube ich 35 Euro, der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Eine sehr, sehr komplexe Geschichte. Das Besondere an dieser Geschichte ist aber die Sorgfalt, mit der sozusagen die Diskussionen unter den Migranten und Migrantinnen selber abgebildet werden. Also wir sitzen dann mit denen in den selbstgebauten Plastikzelten in Almeria und erleben mit, wie zum Beispiel die Neuankömmlinge integriert werden, wie sie vorbereitet werden auf das Leben in diesem Arbeitsumfeld, aber auch wie sie versuchen, von Salafisten widerstehen, sich rekrutieren zu lassen und so weiter. Also die interne Heterogenität dieser Gruppe, die ja fast nichts gemein hat, außer dass sie alle irgendwie auf der Flucht sind oder auf dem Weg in ein besseres Leben. Und das ist der Punkt, den ich aus diesem sehr komplexen Buch einfach herausnehmen wollte, dass das ein bisschen schwierig ist, wenn wir über Migration reden, über Flüchtlinge reden, dann nicht im gleichen Zug eigentlich eine Gemeinsamkeit zu vermuten oder zuzuschreiben in einer Gruppe, die eigentlich nichts gemein hat, außer ihrer existenziellen Notsituation. Jetzt hat Tita Väänänen in einem Interview gesagt, okay, diese eine Szene aus dem Buch, die Arbeiter, die sich hier unterhalten, in dem Moment, in dem die ihre Ängste überwunden hatten, die gehen ja Risiken ein, wenn die eine solche Geschichte erzählen, in so einem Kontext, dann verbindet sich damit die Hoffnung, dass dieses Erzählen ganz konkrete Folgen hat. Dass die Tatsache, dass die Veröffentlichung dieses Buches, dieser Geschichte, die zur Kenntnisbringung einer solchen Geschichte einem Publikum wie den ihren, dass das etwas an ihrer Situation verändert. Und ich glaube, dass das ein Versprechen ist, dass dokumentarische Bilder oder Bilder, die letztlich mit der Wahrheit erzählen, generell, dass das generell mit diesen Geschichten in Zusammenhang steht. Und natürlich die Frage ist, ob wir als Leserinnen und Leser überhaupt ein solches Versprechen aufgreifen und erfüllen können oder wollen. Aber das ist etwas anderes als ein klassischer Roman, der uns einfach nur dazu einlädt, uns in diese emotionale Welt zu versenken. Also hier, das ist ein Anspruch. Diese Geschichten stellen an uns einen Anspruch. Und die Frage ist so ein bisschen, wie wir damit umgehen können. Dieser Gegensatz zwischen Fiktion und Fakt oder in diesem zwischen fiktionalem Erzählen und dokumentarischem Erzählen ist ein wichtiges Thema, glaube ich, in der Auseinandersetzung mit dieser Form der Literatur, durchaus auch in der Kinderliteratur. Stimmt das, was da steht? Ist das eine wahre Geschichte? Und ein Film zum Beispiel, der im Kino erscheint und auf einer wahren Geschichte beruht, lässt es sich meistens am Schluss nicht nehmen, sich selbst nochmal zusätzliche Wirkungskraft zu verleihen,
in dem am Ende dann steht, based on a true story. Aber das macht was mit uns. Dieser Verweis auf den dokumentarischen Ursprung einer Geschichte gibt der Geschichte eine Bedeutung, die sie anscheinend als reine Poesis nicht hat. Ich glaube aber, dass man diesen Begriff, erkläre ich gleich, noch etwas anders fassen kann. Dass nämlich das gar kein Gegensatz ist zwischen Fakt und Fiktion, sondern dass die sich im Prinzip in der Mitte treffen, an einem Ort, einem Nicht-Ort sozusagen, der auch ein utopischer ist. Also wenn ich mir die Poesie angucke, die Poesis, als etwas, das nach neuen Ausdrucksformen sucht, weil das, was wir haben an Sprache und Bildern, irgendwie das nicht zum Ausdruck bringen kann, was wir sagen wollen. Dann schafft sie diesen Ort. Das ist die Aufgabe der Kunst. Es Orte zu schaffen, um eine Erfahrung zu beschreiben, die wir eigentlich mit anderen Mitteln nicht beschreiben können. Das heißt, das kommt von links, und von rechts kommt ein Begriff, der nicht mehr so beliebt ist, aber den zum Beispiel der französische Philosoph Michel Foucault in seinem Spätwerk aufgegriffen hat, dass es eine Form des Erzählens ist, die einfach nicht nur eine wahre Geschichte erzählt, sondern eine Form des Erzählens, in der sich der erzählt, selbst aufs Spiel setzt. Das ist ein ganz alter Gedanke, und der bekommt, glaube ich, im Kontext der Migration eine ganz besondere Aktualität. Also wir kennen diese Idee des Wahrheitsprechens, auch aus anderen Kontexten, denken Sie zum Beispiel an Edward Snowden oder Whistleblower oder sowas, Leute, die, um ihre Geschichte zu erzählen, etwas aufs Spiel setzen. Aber das ist ein Begriff, der für mich auch sehr gut passt in dieses Gespräch. Diese Migranten, Migrantinnen sprechen miteinander und entscheiden dann, ob sie mit dem, der das Buch schreibt, überhaupt reden wollen oder nicht. Ob es das wert ist, ob es wert ist, dieses Risiko des Erzählens, des Wahrheitssprechens einzugehen. Und ich habe das, weil es, ich wusste nicht genau, wie schwer das zu übersetzen ist, habe das Zitat einfach nochmal auf Englisch eingefügt. Und jetzt geht es weiter mit dem, mit der gleichen Frage nochmal. Die Frage, die sich uns dann stellt, wenn wir diese Geschichten lesen, stimmt das wirklich, was die da sagen? Und diese Frage des Zweifels, die sich immer stellt, wenn wir mit einer dokumentarischen Form irgendwie konfrontiert werden. In den Nachrichten, wenn zum Beispiel ein Bild auftaucht von einem kleinen Jungen, der im Meer ertrunken ist. Ne, das denken Sie an das Zeitungsbild Alan Kurdi, ein unglaublich wirkungsmächtiges Bild. Es gibt sehr viele Kommentatoren, die die Wende in der europäischen Flüchtlingspolitik, wenn man das eine Wende nennen darf, der Wirkung dieses Bildes zuschreiben. Das ist ein bisschen zu viel vielleicht für ein kleines Bild, aber immer wieder die Frage, welche Wirkungsmacht haben diese dokumentarischen Darstellungsformen? Hito Steil ist eine Dokumentarfilmerin, die jetzt sagt, gut, die Frage, ob ein Bild wahr ist, ist keine Frage, die wir beantworten müssen. Stattdessen ist es vielleicht sinnvoller, grundsätzlich zu sagen, dass dieser Zweifel zu diesen Wahrheitserzählung einfach dazugehört. Der gehört dazu und der definiert sie auch. Und da, glaube ich, berühren sich diese beiden Geschichten, da berühren sich sozusagen Kunst und dokumentarische Berichterstattung, weil der Zweifel natürlich auch immer die Frage erlaubt, ob es nicht auch anders sein könnte. Und das ist letztlich die Frage nach der Fiktion. Also die Frage nach der Fiktion, nach der Möglichkeit, steckt immer auch schon drin, in jedem dokumentarischen Bild, auch in der Tagesschau, in extrem konventionalisierten Formaten, steckt in jedem dokumentarischen Bild, in jedem dokumentarischen Statement letztlich die Möglichkeit, dass es auch ganz anders hätte sein können. Und das ist kein Mangel, sondern das ist das letztlich, was diese Erzählform ausmacht. Jetzt hat sich ein deutscher Pop-Theoretiker, Universaltalent, auch auf die Praxis des Comics eingelassen, Dietmar Dart, und hat zusammen mit einem Zeichner einen Comic entwickelt, der unter anderem sich auch mit dem Thema Migration beschäftigt, aber in diesem Fall als Arbeitsmigration zwischen Europa und Japan. Also vielleicht nicht die Form von Migration, die bei diesem Seminar im Vordergrund steht, aber eine Alltagserfahrung, und hat ein Nachwort beigesteuert, indem er nachdenkt über diese Frage. Was ist eigentlich das Verhältnis zwischen Fiktion und Wahrheit? Und sagt dann, eigentlich ist es doch so,
dass wenn wir die Fiktionalität, also die Nichtwahrheit dessen, was passiert ist, akzeptieren, desto wahrer wird es irgendwie. Das ist vielleicht ein Paradox, ist auch vielleicht schwerer zu verstehen als der eigentliche Satz, aber ich halte es für eine sehr bedenkenswerte Idee und ich glaube auch, dass es stimmt. Also ich weiß jetzt nicht, wer von Ihnen zum Beispiel die Matrix gesehen hat. Gibt's Leute, okay. Sie erinnern sich an die Eingangsszene, okay. Da sitzt jemand und bekommt zwei Pillen zur Auswahl. Eine rote und eine blaue. Und die eine Pille steht für die Realität und die andere Pille steht für die Fiktion. Und er entscheidet sich natürlich dann für das Verstehen dieser Fiktion und so weiter. Und jetzt gibt's einen Kulturphilosophen aus Slowenien, Slavoj Žižek, der hat sich in diese Szene hineinversetzt und hat gesagt, was mir eigentlich fehlt, ist eine dritte Pille. Und die dritte Pille erlaubt mir zu verstehen, welche Fiktion eigentlich die Wirklichkeit zusammenhält. Und wenn Sie sich an aktuelle Konflikte erinnern, zum Beispiel das Nichtverstehen zwischen Schäuble und Varoufakis, da treten ja nicht nur zwei Leute gegeneinander an oder zwei ökonomische Experten, da treten auch zwei Fiktionen gegeneinander an. Also zwei handlungsleitende Wirklichkeitserzählungen. Und von daher denke ich, ist es keine Ablenkung zu sagen, wir fragen nach dem Fiktionalen in unserer Wirklichkeit, sondern manchmal ist es der Kern des Geschehens. Dass der eigentliche Ort des gesellschaftlichen Wandels ist nicht unbedingt die Finanzbuchhandlung, Buchhaltung, sondern ist sozusagen auf der Ebene des Fiktionalen zu suchen. Also eigentlich müssen wir die Geschichte ändern, die uns vorgaukelt, dass die Absurdität, die uns umgibt beim Thema Migration, die uns die als Common Sense, als Normalität irgendwie erscheinen lässt. Und da ist doch die Fiktion sehr viel mächtiger, als vielleicht ein einzelnes Kinderbuch es vermuten lässt. Jetzt wollte ich eigentlich aufhören mit ein paar Beispielen, noch ein paar weiteren Beispielen. Das hier kennen Sie vielleicht, das ist von Reinhard Kleist, die fiktionalisierte Geschichte einer somalischen Olympiateilnehmerin, die dann bei der Flucht nach Europa umgekommen ist. Relativ klassischer, fast schon franco-belgischer Stil. Ein Beispiel dafür, wie unmittelbar, denke ich, die Übersetzung erfolgen kann eines Einzelschicksals in eine Bildgeschichte. Dann haben wir hier eine Geschichte eines Zeichner-Autorenpaars, Bessora Barou. Da geht es um einen, auch um eine Migrationsgeschichte aus der Elfenbeinküste. Hier der Junge hat seinen Eltern erzählt, er geht zur Schule, aber er geht nach Europa. Na, er lügt sie an. Sehr spannend, ganz anders erzählt. Und das wollte ich mal kontrastieren mit diesem Buch, Aya. Ich weiß nicht, wer von Ihnen das gesehen hat, ist auch als Zeichentrick verfilmt worden, weil es eigentlich kein Buch ist, in dem es primär um das Thema Migration geht, sondern, und das finde ich besonders wichtig, hier ist die Migration nach Europa zum Studium zum Beispiel mehr oder weniger selbstverständlicher Bestandteil der Alltagswelt in der Elfenbeinküste, die hier beschrieben wird, aber es ist eben nicht so, dass diese Geschichte in ihrer Gesamtheit sich jetzt auf das Thema Migration oder Europa ausrichtet. Und ich denke, dass das eine sehr sinnvolle, keine Warnung, aber ein Gedanke ist, dass man jetzt nicht den Fehler macht, auf einmal diese ganzen Geschichten nur noch in Bezug auf Europa zu lesen. Also die müssen, jede Geschichte mit Migration und Flucht muss irgendwie auf Europa zeigen. Also so eine Art Gutmenschen-Eurozentrismus, sage ich mal, ein bisschen schwer zu übersetzen, aber das also in der Sehnsucht zu verstehen, was die Leute bewegt und so weiter, dass wir letztlich doch nicht umhin können, Europa sozusagen zum Telos dieser ganzen Biografien zu machen. Das ist es nicht. Also wenn es hier nicht klappt, dann gehen sie vielleicht in die USA, man weiß es nicht. Und wir, die wir quasi das Lesen dieser Bücher mitbegleiten und betreuen, denke ich, können da vielleicht auch, und das ist das Bild mit dem kleinen Mädchen am Anfang, über das Selbstverständnis derer reden, die diese Bücher lesen. Aus welcher Warte lesen wir diese Bücher? Gehen wir automatisch davon aus, dass diese Bücher quasi zu uns kommen, dass sie auf uns zeigen. Und das tun sie nur im Ausnahmefall.
Noch ein paar weitere Beispiele, die mich jetzt persönlich interessieren. Einmal hier geht es um den Iran in den 80er Jahren. Und hier ist es eine Geschichte, die sich etwas stärker über den Nahen Osten erstreckt. Ich komme gleich auf die Liste der Bücher nochmal zu sprechen. Haben Sie vielleicht auch mitbekommen, der Erich-Maria-Remarque-Preis wird an jemanden verliehen, der ihn aus Sicht anderer Immigranten nicht verdient hat, weil er sehr schlecht redet über die Alternativen, zum Beispiel eines säkularen arabischen Humanismus, der in den 80er Jahren entwickelt wurde und dann irgendwie in der Versenkung verschwand. Und da habe ich dann überlegt, okay, und jetzt komme ich ein bisschen zum Anfang zurück, diese Idee der Bilderzählung als Technologie des Gemeinsamen. Dass es nicht reicht, diese Einzelschicksale irgendwie zu verstehen, das Leiden, die Schmerzen, die Kosten und so weiter, sondern dass wir natürlich nicht umhin kommen, und das hatte ich schon gehört, ist bereits gestern Thema gewesen, uns mit den gesellschaftlichen Kontexten auseinanderzusetzen, aus denen diese Biografien dann quasi abstrahiert wurden. Und einfach nochmal daran zu erinnern, wie unglaublich heterogen diese Gesellschaften sind. Und dass es auch möglicherweise nicht reicht zu sagen, das ist ein syrischer Flüchtling. Ja, und? Das sagt gar nichts. Was für einer? Was ist das für eine Geschichte? Was verbindet sich damit? Und gleichzeitig aber zu sagen, wenn wir jetzt bei uns eine Diskussion bekommen, Kultusminister hat das angedeutet, wie sollen wir jetzt unsere Bildung organisieren, um diese große Zahl von Leuten zu integrieren in unsere Gesellschaft. Was haben wir da für Ressourcen? Und ich denke, dass diese Art von Bericht, von Gesellschaftsroman, wenn man so will, ein Bildgesellschaftsroman, da in der Tat Hilfestellung leisten kann, um sich, wenn möglicherweise auch erstmal nur oberflächlich, mit der Komplexität dieser Entscheidung, das eigene Land zu verlassen, auseinanderzusetzen. Und also das ist jedenfalls meine Hoffnung, dass diese Bildgeschichten uns irgendwie zur Seite stehen bei der Bewältigung dieser nicht nur im Saarland wirklich unglaublichen Aufgabe. Also das stellt so ziemlich alles in den Schatten, was wir gesellschaftlich in den letzten Jahrzehnten zu wuppen versucht haben. Da brauchen wir Unterstützung, und ich denke, dass die Bilderzählung da von großer Bedeutung sein kann. Das war's. Das ist ein Comic übrigens, der in der Le Monde erschienen ist. Einige werden ihn gesehen haben. Ich fand es sehr spannend. Da hat Titeuf einen seiner Charaktere einfach in die Unmittelbarkeit dieser Krise hinein stolpern lassen. Also wir haben diese Mittelschichterfahrung, Büro und Arbeitsplatz und so weiter. Und plötzlich fallen Bomben und Leute werden erschossen und so weiter. Es kommt aus dem Nichts. Und er versucht zu fliehen, und dann oben ruft er Dumbo zur Hilfe. Das fand ich besonders rührend. Dumbo vient, kommt natürlich nicht. Und dann ist einfach schwarz. Dann ist nichts mehr da. Und das ist so ein bisschen jetzt etwas melancholische Schlussfolgerung. Da müssen wir eigentlich anfangen. Also mit diesem leeren Bild sozusagen müssen wir beginnen. Und uns überlegen, welche gemeinsamen Geschichten sich da möglicherweise erzählen lassen oder welche auch nicht. Hier sind nochmal die Bilder, die Bücher, die ich kurz angesprochen hatte, wer sich dafür interessiert. Und das war's erstmal. Vielen Dank, Herr Zehle, für diesen sehr interessanten Beitrag, der jetzt eben die Thematik zwischen Welten schreiben vom Bild aus betrachtet, vom Zeichnerischen. Deswegen fällt mir der Begriff ein, zwischen Welten zeichnen, nicht zwischen Welten schreiben. Zwischen Welten zeichnen, Sie haben eine Palette an ganz vielen verschiedenen Stilrichtungen gezeigt, vielleicht Nolens Volens aus Finnland, aus Japan, aus ganz verschiedene, aus dem Iran. Und da ist mir aufgefallen, dass da natürlich auch bildnerisch sehr viele kulturelle Verschiedenheiten zum Ausdruck kommen. Wie schätzen Sie das für die Rezeption hier in Deutschland, wo wir diese Bücher dann bekommen, wo sie uns empfohlen werden, wo wir sie lesen und wo wir dann versuchen, sie einzusetzen, vielleicht im Unterricht oder an anderen Stellen. Wie sind Ihre Erfahrungen, wie geht man damit um, mit dieser Vielfalt? Was bedeutet das für uns als Literaturvermittler?
Ich bin selber auch in der Lehrerfortbildung tätig, allerdings bezieht sich das nur aufs Bewegtbild. Das heißt, ich kann über die Literaturvermittlung so viel nicht sagen, habe aber selbst Literaturwissenschaft studiert. Und ich denke schon, dass wir uns die Frage stellen müssen, ob es reicht, sozusagen das Wort und das Bild gegeneinander auszuspielen oder ob sie in einer so durchgängig visuell bestimmten Kultur, dass wir nicht umhin kommen können, auch das Wort inzwischen aus der Warte des Bildes zu denken. Einfach zu sagen, die gehören zusammen. Und auch die Literaturvermittlung braucht einen bildkulturellen Anteil. Und wie wir das genau hinbekommen, weiß ich nicht, aber ich denke, dass ein Weg zum Beispiel ist, dass in vielen Unterrichtsfächern Medien und Film eine gewisse Verankerung bekommen haben und dass die Bildromane, die sozusagen angehaltene visuelle Erzählung ja auch sehr viele Kompetenzen, zum Beispiel im Umgang mit dem Bild, vermitteln können. Also ich kann, wenn ich ein Segment Film habe, zum Beispiel im Kurs, kann ich das meiste, was ich dort unterrichten möchte, eigentlich auch am Beispiel eines Bildromans machen. Einstellungsgrößen, Kameraführung, Grundstrukturen des visuellen Erzählens und dann natürlich auch die Frage, was habe ich stilistisch für Möglichkeiten, was kommt aus dem amerikanischen Superhelden-Comic, was kommt aus dem Manga, was kommt aus Nicht-Comic-Traditionen, das klang jetzt hier zum Beispiel an mit den aquarellierten Comics und so weiter, und dann einfach auf die Suche zu gehen. Also ich glaube nicht, dass es da eine einfache Antwort gibt, das ist eher eine Einladung zu sagen, vielleicht bringt uns das nicht weiter, hier Literatur ohne Bild und hier Literatur mit Bild irgendwie gegeneinander auszuspielen, sondern sich einfach mal mit Mischformen zu beschäftigen und auch die Offenheit, die dieser Umgang bietet, zum Beispiel das Werk Chantans, das ja im Großteil völlig ohne Text auskommt, Geschichten schreiben zu lassen. Und damit auch ein bisschen das Bildwissen, auch das bildkulturelle Wissen, das die Kinder und Jugendlichen schon mitbringen, überhaupt mal hervorzulocken. Denn in der klassischen Literaturbesprechung im Unterricht spielt es keine Rolle. Und das einfach nur auf den Kunstunterricht abzudrängen, denke ich, ist auch problematisch. Aber vielleicht zu sagen, wir nehmen uns eine Erzählung vor und Diskussion erfolgt ausschließlich bildbasiert. Und dann wird man sehen, was kommt. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass aufgrund der verschiedenen Biografien der Kinder da eine unglaubliche Vielzahl stilistischer Rückmeldungen kommt. Und dann habe ich was, womit ich arbeiten kann. Ja, und es gibt ja jetzt schon in der Rezeptionsgeschichte viele Veränderungen, also 50er, 60er Jahre, der amerikanische Comic, eben Superman und alle, die dann kamen. Dann die Manga-Welle, die ja immer noch anhält. Und jetzt mit Chantan und so weiter gibt es doch wieder andere kulturelle Räume, die erfolgreich sind in Europa, aber die von der ganzen Welt zum Glück auch hierher übersetzt werden. Wie schätzen Sie diese, sind das Modeströmungen, sind das Wellen und wie erfolgt die Rezeption hierzulande? Also wir organisieren unter anderem auch ein jährliches Comic-Symposium und da verfolge ich so ein bisschen, was sich im Bereich der Bilderzählung tut. Mich interessiert auch dieses Format, also die Graphic Novel und der Bildroman, etwas mehr als die klassischen 48, 64 Seitenformate, sondern einfach zu sagen, wir haben hier ein Genre, in dem tatsächlich die Länge der Erzählung bestimmt, wie lang das Buch ist. Das ist etwas ganz Besonderes. Am Buchmarkt, glaube ich, ist es tatsächlich eine Nische. Also bei Großverlagen ist dann die Graphic Novel Abteilung besteht, wenn man Glück hat, aus zwei Leuten. Das heißt, wenn da was passiert, dann liegt sozusagen schon die Hälfte der Abteilung brach. Das ist ein Nischenprodukt, denke ich, am Buchmarkt. Aber was die Möglichkeiten angeht, bleibt völlig unter seinen Möglichkeiten in der Auseinandersetzung mit zeitgenössischer Bildkultur, mit der Bilderflut, die auch durch die Digitalisierung auf uns einströmt. Da hat die Bilderzählung noch unwahrscheinlich viel zu bieten. Ich denke auch historisch, auch wenn der Begriff der Graphic Novel zum Beispiel oft als Rückübersetzung von Will Eisner aus den 60er Jahren gewertet wird, haben wir hier in der Großregion natürlich eine ganz eigene Tradition. Die europäische Bilderzählung hat Ursprünge, die sehr viel älter sind als der amerikanische Comic. Denken Sie an die Bilderzählung aus dem frühen 19. Jahrhundert aus Épinal oder an den belgischen Zeichner Franz Masereel, der, glaube ich, und das ist ein Kommentar, glaube ich, von Stefan Zweig gewesen, die sehr frühe Bildromane geschaffen hat. Das heißt, da haben wir einen Fundus,
auch zum Beispiel zur kulturellen Identifikation jenseits nationaler Grenzen. Das ist ganz wichtig, dass es ein grenzüberschreitendes Genre ist und dass die visuellen Erzählformen, die er uns bietet, auch nicht von uns verlangen, dass wir uns jetzt auf eine nationale Rezeptionsperspektive wieder zurückziehen, sondern durchaus, vielleicht nicht als Weltbürger, aber zum Beispiel eben als Europäer, mit sowas auseinandersetzen können. Und dass allein schon deshalb die Bilderzählung einen Beitrag leisten kann zur Auseinandersetzung mit diesem Thema. Das bringt mich auf den Begriff Migrationsliteratur, Exilliteratur. Der wurde gestern stark kritisiert von Professor Ette in seinem Vortrag. Und er hat gesagt, eigentlich ist es Zeit, dass wir diese Begrifflichkeiten aufheben. Die sind unzufriedenstellend. Wie spielt sich das in der Graphic Novel, im Comic ab, diese Diskussion? Gibt es sie überhaupt? Und überlegt man gerade bei Bildbänden, die sich mit diesen Themen auseinandersetzen, sind das Migrationscomics, sind das Exil-Graphic Novels, oder brauchen wir da andere Kategorien, um dem gerecht zu werden, was da passiert? Also ich denke, auf der einen Seite ist es so, dass ein wirtschaftlich vergleichsweise schwacher Zweig der Verlagsbranche nicht umhin kann, auf bestimmte Konjunkturen einfach aufzuspringen und dann auch im Marketing und in der Öffentlichkeitsarbeit den einen oder anderen Kompromiss zu machen und zu sagen, jetzt haben wir eine gesellschaftliche Diskussion zum Thema Flüchtlinge, Migration und so weiter und ich werde meine Bücher entsprechend vermarkten. Das ist das eine. Dann gibt es ganz sicher, wie überall in der Literatur, weiterhin exotistische Tendenzen, die Schwierigkeiten haben, die Andersartigkeit kultureller Hintergründe und so weiter so zu vermitteln, dass wir dann nicht doch am Ende wieder eine ganz starke Grenze ziehen und sagen, ah, okay, so ist der andere und das ist eine authentische Biografie und das ist keine authentische Biografie und da muss dann alles rein, da muss dann auch Flucht und Unterdrückung und alles muss irgendwie mit drin sein, damit es eine authentische Geschichte ist. Die Diskussion gibt es. Auch wie wir das verhandeln, also wie wir sozusagen nicht jeder Geschichte zumuten, diese Bürde der Authentizität irgendwie tragen zu müssen. Und es gibt da sicherlich auch eine neue Leichtigkeit im Erzählen, die sich darüber gar keine Gedanken macht. Und einfach sagt, wir erzählen mal. Und da, denke ich, kommt auch eine sehr viel größere Vielfalt in diese Diskussion, weil natürlich als Antwort auf die aktuelle Situation, glaube ich, mehr Mittel bereitgestellt werden für Übersetzungen zum Beispiel. Das heißt, wir bekommen jetzt sehr viel schneller auch aktuelle Comics aus anderen Ländern in Übersetzung. Das hat früher sehr, sehr viel länger gedauert. Und das heißt, damit verbindet sich auch eine gewisse Unmittelbarkeit. Natürlich nicht keine Echtzeitberichterstattung, aber das sind nicht Bücher, die vor 20 Jahren geschrieben wurden. Und da kann ich dann schon eher sagen, wir bewegen uns noch in der gleichen Gegenwart. Und dieses Buch spricht zu mir aus einer Gegenwart, die ich selbst miterlebt habe, nur eben aus einer anderen Perspektive. Und da, denke ich, ist dann auch der Punkt, in dem es nicht mehr sinnvoll ist, diese Bücher ausschließlich in Bezug auf Migration, Flüchtlingserfahrung oder eben einen Begriff wie Migrationsliteratur überhaupt zu beschreiben. Nicht zuletzt, weil das die Zielgruppe enorm einschränkt, natürlich, und auch, weil es die Geschichten sehr viel weniger komplex erscheinen lässt, als sie tatsächlich sind. Und das war mir jetzt auch wichtig, das ein oder andere Beispiel zu erwähnen, in dem Migration tatsächlich nicht der existenzielle Motor der Geschichte ist, sondern in einer Beiläufigkeit und auch Leichtigkeit erwähnt wird, die uns vielleicht angesichts der aktuellen Lage ein bisschen seltsam vorkommt, weil alles so ernst und so schlimm ist, aber enorm wichtig, denke ich, um zu sagen, das ist ein Register dieser individuellen, kollektiven Erfahrung, aber es erklärt nicht alles. Ja. Mehrsprachigkeit. Der Wortanteil in Graphic Novels ist zwangsläufig klein, daher auch die Schnelligkeit der Übersetzungen. Mehrsprachigkeit im Bild. Wie kann die dargestellt werden? Wie wird die thematisiert? Das zweisprachige Aufwachsen, die verschiedenen Erfahrungen, Kulturen, die ein Mensch mitbringt, wenn er in einem anderen Land versucht, Fuß zu fassen und Heimat sucht. Gibt es da Beispiele, die Sie für besonders gelungen halten in diesem Bereich? Das ist, also ich tue mich immer schwer mit klassischer Literaturkritik, die dann sagt, lest das und nicht das, aber ich fand zum Beispiel
den Umgang mit persischer Symbolik. Das ist so ein Bereich, der in der Graphic Novel, denke ich, sehr, sehr stark aufgegriffen wird, einfach weil es auch eine Menge Autorinnen und Autoren gibt mit diesem Hintergrund, die das thematisieren. Das ist am leichtesten zu sehen, dass ich halt in einem Buch, das sich an eine nicht lokale Öffentlichkeit, Leserinnenschaft richtet, dass ich mich da der Bildsprache, einer lokalen Bildsprache bediene. Und also ich vermeide die aktuelle Buchempfehlung, ich kann Ihnen gerne am Rande nachher ein paar Bücher empfehlen, aber jetzt offiziell nicht. Aber das ist etwas, das man sehr häufig sieht. Bekannter, das hatten Sie aber auch schon angesprochen, ist natürlich die Auseinandersetzung mit dem Manga, der ganz klar das visuelle Erzählen radikal verändert hat. Sehr viel schneller, sehr viel stärker auf Gleichzeitigkeit. Das ist ja, wenn Comic mit Film verglichen wird zum Beispiel, fällt das manchmal so ein bisschen unter den Tisch, dass es ja bei der Bilderzählung auch immer darum geht, dass es nicht linear ist. Ich sehe alle Panels zur gleichen Zeit und ich bringe dann die Geschichte hin zu dieser Bildsammlung. Ich muss dann entscheiden, ich lese es von links oben nach rechts unten. Oder ich lasse mich eben leiten, dadurch, dass quasi zeichnerisch der Fokus auf ein anderes Bild gelegt wird. Aber es ist eben so, dass der Comic natürlich eigentlich eine Alternative bietet zum linearen Erzählen. Also auf diesen drei Ebenen würde ich mal sagen, dass im Moment sehr stark diese persische Bildkultur, die japanische Manga-Ästhetik und einfach das Spiel auch mit experimentellen Darstellungsformen. Es ist ja nicht so, dass wir hier eine homogene Bildkultur hätten. Also wenn Sie zum Beispiel an Essay-Filme denken, die die verschiedenen Register der Darstellung gegeneinander ausspielen. Da läuft dann der Ton in die eine Richtung und das Bild in eine andere Richtung und dann erzählt mir noch jemand eine Geschichte, die ganz woanders passiert. Also diese vermeintliche Einfachheit des Bildes, das ist ja ein Konstrukt der Tagesschau-Redaktion. Das ist ja jetzt nichts, was per se auch in unserer Bildkultur irgendwie angelegt wäre. Und von daher denke ich, die Auseinandersetzung mit Andersartigkeit, die findet ja nicht erst statt, wenn ein Migrant sein Buch auf den Tisch legt, sondern die ist ja eigentlich in unserer eigenen Bildkultur angelegt, nur lassen wir der relativ wenig Raum, weil wir zum Beispiel die Bilder zwingen, nur eine von vielen möglichen Geschichten zu erzählen. Also das würde ich mich dann schon auch, das würde ich mir erhoffen durch die Auseinandersetzung mit dieser Art der Darstellung, dass dadurch der Blick auch auf die eigene Bildkultur geschärft wird und ihre Vielfalt nochmal vielleicht neu bewertet wird. Nicht als Makel, den das irgendwie zu homogenisieren gilt, das homogene Bild ist das leicht zu verstehende Bild, sondern dass man sagt, ich kann auch damit leben, dass ich auf der Bildebene eine Widersprüchlichkeit habe, die viel besser zur Welt passt, als ein Bild mit einer Bedeutung. Ja, das Bild mit einer Bedeutung, die hat ja vielleicht auch mit einer gewissen Risikoscheu zu tun. Und Sie haben diesen Begriff eben Paresias eingeführt, von Foucault auch dann wohl weiterentwickelt und definiert. Hat mich erinnert an die Bücher von Dubois, an Jeda, die gestern vorgestellt wurden und die eben Risiko gezeigt haben. Das heißt, da waren Menschen, die gesagt haben, ab einem bestimmten Zeitpunkt kann ich das erzählen. Das heißt, einmal der Junge, der eben in Italien angekommen ist und dann bereit ist, durchaus mit Zweifeln seine Geschichte einem Schriftsteller mitzuteilen und dann kommt dieses Label wahre Geschichte oder eben bei Dubois, die warten muss, bis ihre Mutter stirbt und dann erst kann sie ihre Geschichte erzählen oder Zaheri, die eben beschließt, ihr eigenes Leben in Worte zu fassen, sei es dramaturgischer Art, also als Theaterstück oder eben auch als Fantasy-Märchen. Dieser Begriff, können Sie dazu vielleicht noch etwas sagen, bevor wir dann öffnen und die Diskussion öffnen und vielleicht kommen Fragen aus dem Publikum? Was bedeutet der jetzt speziell auch in der Graphic Novel, diese Risikobereitschaft? Vielleicht zum Abschluss kein Beispiel aus der Graphic Novel, weil das fand ich eigentlich schon relativ hilfreich. Der Autor möchte natürlich sorgfältig erzählen, möchte nichts Falsches sagen, möchte der Lebenserfahrung, der existenziellen Erfahrung, der über die schreibt, gerecht werden und spricht eben mit diesen Arbeitern da in Almeria. Und das ist ein Verhandlungsprozess. Da wird Vertrauen gebildet und dann erst entscheiden Leute, dass es das Risiko
wert ist. Und sie entscheiden es. Ähnliche Situation wie bei Jeddah, und wo sich auch Leute kennenlernen und sich abwägen, dürfen wir damit überhaupt an die Öffentlichkeit? Genau. Aber das eigentlich für mich, das eines der klassischen Beispiele, kommt gar nicht aus der Kinder- und Jugendbuchliteratur und auch nicht aus dem Comic. Das ist zum Beispiel Orlando von Virginia Woolf, die irgendwann mal durchzählt, wie viele Identitäten sie eigentlich hat. Und kommt, wenn ich mich recht erinnere, auf 2052. Und macht dann sozusagen, und das ist der Akt des gesellschaftlichen Widerstandes, macht es der Mehrheitsgesellschaft zum Vorwurf, dass ihr diese Vielfalt nicht zugestanden wird. Und das ist vielleicht ein Weg, auch jetzt mit dieser Heterogenität umzugehen, die ist ja nicht außerhalb von uns. Also das kleine Mädchen zum Beispiel, das sich ein Bild von sich macht, die macht natürlich jetzt nur ein Bild, das heißt aber nicht, dass sie ihr Leben lebt als immer gleiches Wesen, mit der gleichen Geschichte, der gleichen Weltanschauung und so weiter. Und um jetzt ganz weit wegzukommen vom Begriff der Migrationsliteratur, würde ich mich freuen, wenn man dann da irgendwann landet, dass man sagt, dieses Heterogene ist in uns einfach. Und die Auseinandersetzung mit dem anderen ist nichts, was da irgendwie da draußen passiert. Die passiert im Selbstverhältnis. Und da wird auch entschieden, wie flexibel, wie tolerant, wie konfliktbereit, wie widerspruchsoffen ich tatsächlich bin, wenn ich mir selbst auf eine Art und Weise begegnet, die mich vielleicht überrascht, auch beunruhigt, kränkt, und das auch mit Menschen in meiner unmittelbaren Umgebung. Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, gut, wenn alle Leute am Bahnhof stehen und ein Refugees-Welcome-Schild hochhalten, dann ist damit kein Risiko mehr verbunden. Aber wenn ich jetzt der Erste bin, der das macht, und vielleicht an einem Ort, in dem die Mehrheitsgesellschaft eher negativ über solche Akte des zivilen Ungehorsams oder der Solidarität nachdenkt, dann setze ich da was aufs Spiel. Und diese Möglichkeit, dass wir sozusagen einander erlauben, aus unseren Rollen zu fallen, glaube ich, die gehört tatsächlich zur Bewältigung dieser Krise auch dazu. Und das ist also nichts, was wir sozusagen dem anderen als Aufgabe zuschreiben können. Das müssen wir schon selber machen, uns quasi zu erlauben, uns mit dieser eigenen Widersprüchlichkeit zu beschäftigen. Und das war's. Ja, vielen Dank, Herr Zehle. Gibt es Fragen aus dem Publikum an Herrn Zehle? Ja? Ja, ich möchte gerne mal darauf eingehen, dass Sie sagen, die Schrift oder das Wort nimmt dem Bild viel weg und ist stärker. Also, ich glaube, es geht auch ohne Mikro. Ja, mir persönlich geht es so, wenn ich Graphic Novels, glaube ich auch gar nicht alles. Versteht man nicht? Sorry. Wenn ich Graphic Novels lese, sie sind meist in Großbuchstaben geschrieben und dann noch in einer Comic-Schrift. Das heißt, alleine schon, um das zu lesen, brauche ich sehr viel Kraft, weil das Gehirn ja nicht darauf programmiert ist, dass ich alles in Großbuchstaben lese, sondern das Gehirn arbeitet ja um, was ist jetzt klein, was ist ein Hauptwort. Und dass ich da schon ein Problem sehe und denke, wenn man das wegnimmt bei den Comics oder Graphic Novels, dass dann die Schrift schon ein bisschen verliert und das Wort und die Bilder stärker werden. Wollte ich mal zur Diskussion stellen. Und dann zweitens finde ich es schade, dass man die Graphic Novels so schlecht digital lesen kann, also auf meinem Handy, auf meinem Tablet, weil man einfach die ganze Seite sehen muss und nicht nur Bild für Bild. Also ich habe jetzt, will keine Werbung für irgendwelche Geräte machen, aber die, das hängt so ein bisschen auch von dem Reader ab. Also es gibt ein paar sehr schöne Ansätze, tatsächlich einen Einzelbildmodus auch zu ermöglichen, der natürlich eigentlich dem Anliegen des Comics ein Stück weit widerspricht, denn es ist ja gerade die Gleichzeitigkeit, aber das wird ja jetzt alles billiger und größer, das heißt, da bin ich voller Zuversicht, dass das besser wird. Aber was das Verhältnis Bild-Schrift angeht, das ist nochmal eine ganz eigene Geschichte. Also ich glaube, dass es in der Tat interessant ist, sich mit dann auch der Typografie dieser Bilderzählung zu beschäftigen. Ich weiß nicht, ob das gestern schon anklang, wie sozusagen die materielle Inszenierung des Kinder- und Jugendbuches, welche Rolle das spielt im Umgang mit dem Buch. Weil es geht ja nicht darum, dass sozusagen ich lese das Buch und hinter der Erfahrung oder nach dem Nachempfinden der Geschichte verschwindet dann sozusagen die Gestaltung des Buches. Das möchte ich ja eigentlich gar nicht, auch als Künstler nicht. Nur ist es so, dass beim normalen Buch die typografische Gestaltung eigentlich keine große Rolle spielt, weil wir hinter ihr nicht besonders viel vermuten. Und da sind natürlich die Typografen immer beunruhigt.
nein, wir haben doch extra diese Schrift ausgesucht, weil die eine bestimmte Geschichte hat und weil die von dem und dem geschaffen wurde und weil das so gut passt zu diesem und so weiter. Und natürlich gibt es die gleiche Geschichte im Comic auch. Also es gibt auch nicht nur Comics in Großbuchstaben, aber ich gebe zu, dass das, was die Leseerfahrung ist, eine gewisse Umstellung erfordert. Und vielleicht fängt man dann einfach mit einer Graphic Novel an, die ohne Worte auskommt und dann gemeinsam eine Schrift entwirft, die der Geschichte gerecht wird. Also da bin ich dann immer der Meinung, dass den Kindern und Jugendlichen oder uns zuzumuten und zu sagen, wenn was fehlt, müssen wir es halt selber machen. Was eben auch bedeutet, wir dürfen entscheiden. Und wir können dann zum Beispiel entscheiden, ob das eine einfache Übersetzung wird oder ob das ein polyglotter Kauderwelsch wird. Ne, weil dann alle anfangen, in ihren Muttersprachen irgendwie zu schreiben und zu erzählen. Schauen wir mal. Also es bleibt spannend, glaube ich. Es erfordert eine Umstellung von uns, wenn wir jetzt anfangen, uns mit Graphic Novels zu beschäftigen. Welche Umstellung erfordert es von den Kindern, die nur Comics und Graphic Novels gelesen haben und jetzt irgendwann anfangen sollten, Literatur zu lesen? Ja, das ist so eine schwierige Frage. Ich habe genau die Diskussion mit meinen 12- und 14-jährigen Söhnen und ertappe mich dann natürlich dabei zu sagen, lies doch mal ein richtiges Buch. Und interessanterweise ist ihnen das sogenannte richtige Buch vor allem deshalb in Erinnerung, weil es vorgelesen wird. Ich bin irgendwo im Raum oder im Bett und ich lasse mir vorlesen und sozusagen die Kontinuität des Erzählens, die ich ja dann in der Graphic Novel nicht habe, weil es so dialogisch aufbereitet ist, das ist eine ganz eigene Rezeptionserfahrung. Aber die schafft nur bedingt Sehnsucht nach dem richtigen Buch. Und da habe ich noch keine Lösung, auch im Privaten nicht. Aber ich bin, denke ich, gehöre da ein Stück weit auch zu so einer Übergangsgeneration, die... bin ein großer Anhänger all things digital, aber ich bin im Grunde ein buchkulturell geprägter Mensch. Und der Glaube an das Buch als zentrales Kulturgut und als zentrale Maschine des gesellschaftlichen Wandels und als zentraler Mechanismus der Integration und, ist ungebrochen. Und ich habe auch noch nichts Besseres. Ich habe also Computerspiele, schauen wir mal, ob die das leisten können als kulturelle Integrationsmöglichkeit. Aber... auch da hoffe ich einfach, dass da noch was kommt. Da ist noch eine Frage. Wir müssten für die Übersetzung leider das machen. Ja, ich finde das ja schon sehr interessant, sich mit den eigenen Widersprüchlichkeiten auseinanderzusetzen. Wo sind denn die Grenzen zur Schizophrenie? In den... die 68er-Diskussion ist ja in Frankreich ein bisschen anders verlaufen als bei uns. Und da waren sehr viele Leute dabei, die sich genau über diese Sachen Gedanken gemacht haben, die selber zum Beispiel auch in der Psychiatrie engagiert waren und aktiv diesen Vergleich betrieben haben. Also wo habe ich etwas, was im Gemeinhin als Pathologie gewertet wird, wie zum Beispiel eine Persönlichkeitsspaltung, Bipolarität, schizophrenes Verhalten und so weiter. Und was kann ich eigentlich daraus lernen für den Umgang mit multiplen Identitäten im Alltag. Und das ist, glaube ich, etwas schwieriger als gedacht gewesen am Ende des Tages, weil es dann doch seine Gründe hat, dass wir unser gesellschaftliches Miteinander, die Organisation unseres gesellschaftlichen Miteinander gewissen Normen unterwerfen. Und wir haben im Saarland zum Beispiel im Moment gerade die Diskussion, inwieweit wir diese Normen verändern können, zum Beispiel durch Inklusion. Das heißt, wie muss eigentlich das Miteinander organisiert werden, Individualisierung der Auseinandersetzung, des Unterrichts und so weiter, um Raum zu schaffen für Verhaltensweisen, die im schulischen Mainstream noch vor einigen Jahren eben nicht unter dieser Norm fielen. Also das ist eine relativ aktuelle Frage, die ich auch als Einzelner gar nicht beantworten kann, aber mit der tragen wir uns schon seit einer ganzen Weile rum. Und diese Wahrnehmung aber, die noch aus der Zeit stammt, aus diesen 60er, 70er Jahre Diskussionen, dass sozusagen das stabile Ich, das ist eine Ausnahme. Das ist nicht der Normalzustand, an dem wir uns orientieren können und den wir vielleicht dann auch im Unterricht meinen, herstellen zu müssen oder den wir im gesellschaftlichen Leben bevorzugen, sondern dass tatsächlich diese unglaubliche psychische, existenzielle Unruhe ist eigentlich das, was unserer Lebenserfahrung am nächsten kommt. Und irgendwie müssen wir gucken,
dass wir jetzt auch politisch unser Miteinander so organisieren, dass das zur Kenntnis genommen wird. Denn sonst werden wir auch zum Beispiel nicht mit dem klarkommen, was unser Kultusminister angekündigt, angedroht hat. Wir werden 10.000 Kinder in unseren Schulen sitzen haben, von denen die Mehrzahl traumatisiert ist. Und wenn wir jetzt sagen, wir machen aber einen Unterricht, der sozusagen von einer psychischen Normbefindlichkeit ausgeht, dann haben wir ein Riesenproblem. Und natürlich sind wir da wieder mal gefragt, als Eltern, als Nachbarn, als Lehrende und so weiter. Aber das ist ein, auch auf dieser sozialen und psychologischen Ebene ist das ein gesellschaftliches Großexperiment. Und wir wissen bislang sehr wenig darüber, außer dass es gelingen muss. Es muss gelingen. Wir haben gar keine andere Wahl. Und dazu gehört auch genau diese Frage, wie weit sind wir bereit, mit unseren Vorstellungen des Normalen, diese Vorstellung des Normalen zu hinterfragen im Alltag? Das klingt jetzt so negativ, aber das ist spannend. Ja, da ist noch eine Frage. Ich möchte gerne nochmal auf die Kinder und Jugendlichen zurückkommen, also auf das junge Publikum, für das die Graphic Novel ja doch eigentlich auch mitbestimmt ist. Da stellt sich mir die Frage, es ist ja doch irgendwie ein sehr elitäres Genre, für das man auch einen intellektuellen Zugang braucht, das zum Teil recht viel Vorwissen voraussetzt, auch Geschichtswissen, jetzt mal im Gegensatz zu den Heftchen-Comics, die Sie ja auch genannt haben. Die Graphic Novel ist zum Großteil sehr aufwendig gemacht, das heißt, sie ist auch entsprechend teuer. Also gerade Aya kostet so um die 30 Euro, wie viele? Da stellt sich mir die Frage, erreicht die Graphic Novel im Großen und Ganzen eigentlich dieses junge Publikum auch? Oder sind das doch eher so die 30-Jährigen, die eher betuchteren aufwärts, die diese Graphic Novel kaufen, im Gegensatz zu Superman oder was es da noch so alles gibt? Also ich finde, das ist wirklich, wir reden da über ein Genre, das, glaube ich, gar nicht immer dort ankommt, wo es eigentlich hin sollte, auch. Weil es sehr viel zu sagen hat, wie ich finde. Das Genre selbst ist ja in der Diskussion. Inwiefern gibt es dieses Genre? Es gibt ja prominente Comic-Vertreter, die ja behaupten, Graphic Novel gibt es nicht. Graphic Novel ist auch Comic. Klar, wenn man die Extreme nimmt, sieht man die Unterschiede. Ja, das Ganze, also ich zähle mich natürlich auch gerne zu den noch über 30-Jährigen mit dazu in dieser Zielgruppe. Wir haben auch zum Beispiel ganz konkret unser Graphic Novel Symposium wieder umbenannt in Comic Symposium. Weil interessanterweise, also jenseits von der Argumentation, Graphic Novel ist nur ein Marketing-Gag. Das ist nicht ganz falsch, aber es ist eben auch nicht ganz richtig. Es geht tatsächlich darum, dass da sowas wie ein Autorencomic etabliert wurde mit sehr viel freieren Erzählformen, der auch nicht nur ein intellektuelles Vergnügen sein muss für Leute, die früher mal Superman-Comics gelesen haben. Aber ich fände das eine sehr interessante Frage, gerade in Bezug auf die Verfügbarmachung solcher Angebote, nochmal auf die Verlage zuzugehen oder tatsächlich auch, und das können wir auch gerne hier im Saarland machen, können wir ihn direkt darauf ansprechen, unseren Kultusminister, ob wir nicht sozusagen sagen, okay, wir machen eine sehr spezielle Kooperation mit Verlagen und geben in Lizenz bestimmte Comics einfach nochmal raus. In einer günstigeren Ausgabe für den Schulbetrieb zum Beispiel. Da sehe ich durchaus Handlungsbedarf, weil die ja zum Teil inszeniert werden wie Sammlerstücke, entsprechend teuer, Jimmy Corrigan und so. Das sind sehr, sehr, sehr teure Sachen. Natürlich auch, weil das Großprojekte sind. Also wenn man die Verlage, die ja wirklich klein sind, also wenn Sie mal gucken, graphic-novel.info, die 5 Verlage, die das machen, das sind sehr, sehr kleine Verlage. Und was die an Übersetzungs- und Vermittlungsarbeit leisten können, ist wirklich überschaubar. Aber die ins Boot zu holen und zu sagen, okay, 2 von euch und wir machen mal eine Liste von Büchern, die sich genau für diese Zielgruppe eignen, da geht noch was. Ich fände es sehr spannend, da auch gerade Bücher rauszusuchen, die nicht so unmittelbar didaktisch sind. Ah, so ist das, wenn man in Syrien und so weiter und so weiter. Sondern die tatsächlich eher auf so eine offene, widerspruchsvolle Diskussion hinführen. Da muss man vielleicht dann noch ein bisschen reden mit der Kulturpolitik. Aber fände ich auf jeden Fall sehr spannend, das mal auszuprobieren. Zahlen habe ich keine, weil Kinder und Jugendliche werden die zumindest nicht erwerben direkt. Aber wer die dann liest und wie die gelesen werden, vielleicht wäre das mal eine Frage zum Beispiel an die Stadtbibliotheken.
dass man da mal ein paar Nutzerdaten bekommt. Wer liest diese Bücher? Wer leiht die aus? Wie lange? Ich kenne das nämlich auch, ich leihe 5 Bücher aus und sagen die Kinder 4 davon gleich weg und das heißt, die sind am nächsten Tag in der Bibliothek. Das heißt, es ist nichts passiert zwischendrin. Aber mit sowas mal zu arbeiten, also ob wir auch sozusagen eine Empirie hinbekommen, eine datengestützte in Kooperation mit den Bibliotheken, die diese Daten ja haben. Und daraus gewisse Schlüsse ziehen, wie tatsächlich unser vermeintliches Publikum mit dieser Literatur umgeht. Vielen Dank. Dann, glaube ich, beschließen wir und es gibt eine Kaffeepause und danach geht's weiter. Dankeschön.